Dominik, herzlichen Glückwunsch zur Bronze. Dankeschön. Deine erste Grand Slam-Medaille, wie war es heute für dich, auf dem Podest zu stehen? War super, hat sich gut angefühlt, ja. Endlich habe ich es geschafft. Waren ja auch wichtige Punkte heute, die du gesammelt hast. Wie hast du dich heute so tagsüber gefühlt von Kampf zu Kampf? Bist du heute reingekommen ins Turnier? Ja, der erste Kampf war halt relativ gut. Der war gut zum Reinkommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Gegen den Ukrainer? Genau, ja. Der hat viel versucht, aber ich habe mich gut gefühlt heute. Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, aber das hat sich dann über den Tag halt irgendwie eingependelt. Hat man dir nicht angemerkt. Der erste Kampf, genau, du hast schon gesagt, war souverän. Der wurde viermal bestraft, ging dann von der Matte und du warst in der nächsten Runde. Dann hat dort auf dich gewartet der Grieche Mustopoulos, ein junger Athlet. Und ich meine, du bist ja auch noch ein junger Athlet, auch kein Unbekannter für dich. Nee, ich kannte den schon, also von meiner Zeit, aber da war noch 73er. Mhm. Und so habe ich ihn halt die letzten Jahre auch viel beobachtet. Der hat ja schon einiges gekämpft und auch gewonnen. Und ja, ich habe noch eine Rechnung offen mit ihm für U23 EM. Ist die jetzt beglichen? Die ist jetzt beglichen, ja. Wunderbar. Du hattest dann im nächsten Kampf einen Mongolen und von außen, du hast ihn gekontert, sah es sehr einfach aus, ne? Wie hat sich denn das für dich angefühlt? Er war kaputt, kann ich sagen, aber ich war nicht gerade noch viel fitter. Also der hat sich ziemlich kaputt. Wir hatten auch relativ wenig Pause. Also ich bin hier reingekommen, wieder zurück und dann musste ich direkt wieder raus vor die Matte. Und dann hatte ich nur 2-3 Kämpfe Pause und er hatte noch, glaube ich, einen Kampf weniger Pause. Und der war halt relativ kaputt. So hat er sich auch angefühlt, aber wie gesagt, ich war auch nicht gerade viel fitter. Und die Mongolen, die kennt ihr ja aus gemeinsamen Trainingslagern. Genau, ja. Aber da habe ich nicht viel mit ihm trainiert. Okay. Ja. Der ist ja auch jetzt erst 81 hochgegangen, oder? Ja, deswegen. Okay, aber du hast dann gezeigt, wer der Chef auf der Matte ist. Genau. Dann im Einzug ins Finale gegen den Georgier, der, glaube ich, glücklicherweise am Anfang gleich die Wertung gegen dich gemacht hat, weil der ist dann auch ein bisschen eingebrochen, Marciani. Ja, war ärgerlich, dass ich halt die Wertung abgegeben habe. Ja. Ich glaube, sonst hätte ich ihn auch knacken können, aber was soll's. Am Ende hat es ja auch noch geklappt dann. Kam vom Platz 3 dann, muss man nicht viel zu sagen, gegen deinen Teamkollegen Alex. Naja, man kennt sich halt doch in- und auswendig, oder? Ja, war halt doof, sage ich jetzt mal. Genau, ja, was soll man dazu sagen? Jetzt ist halt ärgerlich, so um Platz 3 mit deinem Teamkameraden zu kämpfen. Was steht denn als nächstes an bei dir? Ich kämpfe als nächstes in Minsk. Okay, European Open. Genau, genau. Ja. Nochmal so im Vergleich zu anderen Turnieren und dem Grand Slam, hast du dich irgendwie anders gefühlt? War es irgendwie für dich ja, vielleicht mehr Nervosität oder sagst du nee, ganz im Gegenteil? Nee, heute bin ich eigentlich relativ locker hier rangegangen, weil das letzte Turnier, was ich gekämpft habe, war Düsseldorf. Da habe ich halt, sage ich jetzt mal, ziemlich verkackt. deswegen bin ich hier halt relativ ohne große Erwartung rangegangen, habe mir gedacht, mal gucken, wie es läuft und... Und es lief gut. Bist du zufrieden mit dem, was du gezeigt hast heute, von deinem Judo auch? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Bin ich zufrieden mit. Dann herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Und ja, viel Erfolg in Minsk. Danke.